In dem Buch, das Sie da haben, steht, glaube ich, wo ein sehr mächtiges Artefakt versteckt gehalten wird. Ja, der Gremlin meinte etwas in der Richtung. Er war sehr besorgt. Ja, das hat man er ihm hat angesehen. Einen Grund dazu. Der Erzmagier ist fort. Er versucht herauszufinden, wo genau das Artefakt versteckt ist. Und ich soll es dann holen. Heimlich, still und leise. Zusammen mit zwei Freunden. Aber hier, in diesem Buch steht, wo das Artefakt zu finden ist. Nur weiß das der Erzmagier leider nicht. Dumme Sache das. Diese ganze Geschichte ist zu groß für einen Gnom. Ich glaube, wir sollten zusammenarbeiten. Ich sollte zu Hause im Elfenhain sein und mir die ewigen Monologe von Onkel Ignazio anhören. Ich bekomme so schon genug Ärger. Ist das nicht fürchterlich langweilig? Aber verstehen Sie nicht? In dem Buch steht, wo ein Artefakt mit göttlicher Macht versteckt ist. Der Erzmagier sucht gerade genau nach diesen Informationen. Dann nimm das Buch und warte hier auf ihn. Und wenn die Schatten schneller sind als wir? Was, wenn sie die Informationen aus dem alten Gremlin herausgepresst haben, bevor der Erzmagier zurück ist? Ja, was ist dann? Sollen wir allein gegen die Schattenarmee kämpfen? Worum geht es hier überhaupt? Was will die Schattenarmee in die Finger bekommen? Das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Wie wäre es damit? Ich bringe Sie irgendwie hinauf zum Magierturm. Dort zeige ich Ihnen die Nachricht des Professors und... Und dann werde ich entscheiden, ob ich dabei bin oder nicht. Abgemacht. Ja. Okay. Machen ich Sie. Komme wieder. Ich fürchte und auch. Und ich werde warten. Ja, das fürchte ich auch. Jetzt... Ach nee, da wollte ich... Hier wollte ich... Ich wollte ja mal einmal zum Händler. Der sollte ja was besorgen. Der ist weg. Der ist ziemlich weit weg. Ist er hier vielleicht drin? Nein, hier ist er nicht. Was macht der Magier? Meister Markus, Sie werden es nicht glauben, aber... Tja. Meister Markus? Hallo? Er ist nicht hier. Wo ist er hin? Ein zusammengefalteter Zettel. Mein Name steht drauf. Lieber Wilbur, dir ist vermutlich gar nicht bewusst, was du geleistet hast. Du hast nicht nur dein Magierdiplom schneller gemacht als jeder andere vor dir. Ja, das habe ich mir gekriegt. Nein, du hast auch einem alten Mann gezeigt, dass es immer Hoffnung gibt. Okay. Dafür danke ich dir. Bitte, bitte, gern geschehen. Ich bin aufgebrochen, um meinem Bruder am Wilddornpass zur Seite zu stehen. Er kämpft dort gegen wütende Angriffe der Schatten. Ich hoffe, ja. Wir sehen uns bald wieder, Meister Wetterquarz. Markus Maria Alistair, Meister der Magie. Markus Maria Alistair. Ich möchte dir meine magische Brille zum Geschenk machen. Ich brauche sie nicht mehr. Meine Nase gehört an die frische Luft, nicht in alte Bücher. Okay. Dann mal her mit dem guten Ding. Das ist wirklich sehr nett von Meister Markus. Aber hätte er seinen Tatendrang nicht noch ein paar Stunden länger unter Kontrolle halten können? Ich könnte ihn hier gut gebrauchen. Und sein Bruder wird er dort wohl auch kaum finden. Er sucht die Insel in irgendwelchen Archiven und steht nicht auf dem Schlachtfeld. Das denkst du, es mein hilft Bester. Nicht. Er ist weg. Ich muss alleine klarkommen. Naja. So, wir können ja mal weiter und nochmal wieder hoch. Willkommen, Meister Wilbur. Na, vielen Dank. Herr Schildträger, ich muss darauf bestehen, dass Sie der jungen Elfe dort drüben den Zutritt zur oberen Stadt gewähren. Nö. Wie aber nö? Es geht um das Ding. Was für ein Ding? Das Ding, über das wir mit dem Erzmagier gesprochen haben. Das wichtige Ding. Ich weiß nicht, was du meinst. Es ist nichts Außergewöhnliches passiert. Und wenn dem so gewesen wäre, dann wäre uns verboten worden, darüber zu sprechen. Und es hätte sicherlich eine glasklare Anweisung gegeben, niemanden in die obere Stadt zu lassen. Aber... Egal aus welchem Grund. Haben wir uns verstanden? Ich fürchte ja. Ich, als Diplom-Magier, muss mich nun leider verabschieden. Sehr wohl, Meister Wilbur. Aber ich darf zumindest noch in die obere Stadt. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht... jetzt weiß ich. Ballspielen. Es gibt verschiedene Regeln für dieses Spiel. Der Trank verleiht unglaubliche Kräfte. Keine davon sagt, dass du Extrakarten im Ärmel haben darfst. Ach komm, alle anderen haben auch falsch gespielt. Damit habe ich das Spiel erst wieder fair gemacht.
Der Dicke sieht das anders. Aha, jetzt habe ich ein Seil. Wie kann man nur so bescheuert sein und sich mit so einem anlegen? Du hättest sein Gesicht sehen sollen. Wird er seinen Lebtag nicht vergessen. Ja, was machen wir denn jetzt? Du auch nicht, wenn seine liebe Mutter mit dir fertig ist. Betrachte die Verstrebung. Na, was haben wir jetzt hier? Ich kann mit der Planke nicht... Magier-Diplom. Der Kellermeister wird es nicht glauben, wenn ich ihm das zeige. Ich glaube auch, ja. Ja, was machen wir denn jetzt, verdammte Axt? Wir können ja nochmal hier nach oben gehen. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Nee, schon. Da muss ich hin. Da will ich hin. Oh, er ist weg. Ein aufgeschlagenes Buch betrachten. Das ist das vermutlich dickste Buch, das ich jemals gesehen habe. Was steht denn da so Schönes drinne? Encyclopedia Fantastica steht hier. Hm. Fantastisches Grundwissen in einem Band. Okay. Kann man da drin lesen? Das Seltsame ist, dass auf den meisten Seiten überhaupt nichts geschrieben steht. Ah. So wenig interessant ist unsere Welt nun. Dafür ist die Brille also gut. Mit Brille sind die Seiten von oben bis unten eng beschrieben. Ohne sehe ich nur leeres Papier. Die Brille ist also nicht nur schick, sie ist auch nützlich. Wer hätte das gedacht? Wonach soll ich suchen? Wollen wir doch mal schauen, was uns erwartet. Sauron, Sauerdrops, Sodbrenn, Sordia. Eine Insel im stillen Meer, vermutlich benannt nach einem vergessenen dunklen Magier. Okay. Mehr steht da nicht. Keine Ahnung. Ich fand ihn weniger charmant, als ich erwartet hatte. Vermutlich haben wichtige Anführer keine Zeit, höflich zu sein. Naja. Adelheid von Trauerbergen, Alabasterverarbeitung, Alistair der Schrumpfwütige, Alistair der Dritte vom Hohen Haar. Ah, hier. Alistair, Mordred, Michael, Mechthild, Erzmagier. Sehr schön. Als zweites von vier Kindern geboren, Bruder Markus, Zaubererakademie mit Auszeichnung. Okay. Merlin Orden erster Klasse. Level 99 Erzmagier. Bla bla bla. Aber nur scharf Metamorphosen. Ja, ja. Besitzer einiger der mächtigsten magischen Artefakte der Welt. Okay. Bla bla bla. Chef des Geheimdienstes der Allianz. Berater des Königs. Und das drinnen steht. Warum steht da ständig bla bla? Da steht bla bla. Ich kann erwarten können, dass sich die Autoren beim Eintrag eines so wichtigen Mannes. Sehr schön. Das ist klasse. Na gut, dann doch nicht. Da steht bla bla im Buch. Wer hätte das gedacht? Das nenne ich Magie. Fantastisch. Also eigentlich ist das eher Physik. Was haben wir denn sonst noch so Schönes hier? Enzyklopädie, irgendwas? Papiere auf dem Schrank. Das könnte doch schon was sein. Hm. Da oben auf dem Schrank liegt er. Landkarten, die nehmen wir mit. Das ist, nur hoch. Die Frage, wie soll er da rankommen? Ganz genau. Zauberstab? Nein, kein Zauberstab. Da kommt er also nicht ran. Dann nehmen wir vielleicht irgendwie einen Stuhl, einen Globus. Vielleicht können wir den da hinrollen, aber ich glaube eher nicht. Seltsame Idee, eine Landkarte auf eine Kugel zu spannen. Wie soll man sie so benutzen? Ja, genau. Die Erde ist eine Scheibe. Betrachte mal den Schrank. Was man nicht im Kopf hat, muss man in Büchern haben, sagt Papa immer. Da ist wohl was dran. Und die Leute lesen echt viel zu wenig. Das ist ein Teleskop. Opa hat auch eins. Die Frage bleibt, ist es ein Meisterwerk der Technik oder der Magie? Oder von beidem? Mhm. Hui, ich habe keine Ahnung, was diese Kugeln darstellen. Das ist ein Sonnensystem, würde ich mal so vermuten. Aber es ist wunderschön. Und eine Landkarte haben wir da auch noch, die wir angucken können. Eine riesige Karte des gesamten Landes. Und ich habe bisher erst einen winzigen Winkel davon gesehen. So, vielleicht das hier. Ja, ich denke, wir müssen wieder raus. Und ich denke auch, dass ich an dieser Stelle nochmal eine Pause einlegen werde. Also bis später. Tschüss. Ja, hallo liebe Freunde des Point-and-Click-Adventures. Da bin ich wieder. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier die Ivo irgendwo hier hochkriegen. Oder Ivo, oder wie sie auch heißen mag. Die Elfe da unten jedenfalls. Die müsste hier unten irgendwo stehen. Jetzt ist die Frage, wir haben ein Seil. Bringt uns das was?
Können wir das hier vielleicht irgendwo... War das hier? Da war das, genau. Nein, da können wir es nirgendwo anbinden. Ja, ich würde mal sagen, wir müssen noch mal einmal runter und mit ihr reden. Nein, ich will hier lang. Vielleicht können wir dann ja irgendwie rausfinden, wie wir das am besten machen. Rede doch mal nochmal mit ihr. Hallo, Ivo. Ivo heißt sie, genau. Hast du deinen Weg gefunden, wie du mich in die obere Stadt bringen kannst? Hm, nicht noch wirklich. Nicht, aber ich arbeite daran. Hm. Seil? Können wir dir das Seil geben, damit du hochkletterst? Nein. Ja, jetzt ist die Frage, wie machen wir das am besten? Betrachte das Schild. Wir betrachten mal das Schild. Das Wappen der Stadt Seefels. Ich kenne es von der Landkarte. Sieht auf dem Schild ziemlich heruntergekommen aus. Wie alles hier. Na, kannst du mal sehen. Wir müssen sie doch irgendwie hier hochbringen können. Binde Seile an den Balken. Okay, das scheint zu gehen. Gute Idee. Ah, und jetzt steuern wir anscheinend wieder... Nein, wir steuern jetzt nicht Ivo. Sehr schön, da ist sie oben. Hm, das Versprechen hast du schon mal gehalten. Ach, kannst du mal sehen. Na klar. Aber was ist nun mit dieser ach so wichtigen Botschaft? Kommen Sie mit in den Magierturm, dann zeige ich es Ihnen. Okay, dann gehen wir in den Magierturm. Oh, das geht automatisch. Sehr schön. Ja, nicht wieder wundern wegen den Ladezeiten hier manchmal. Ich lade im Hintergrund wieder Folgen hoch. Eilt euch, oder wir alle werden nicht mehr Schmied unseres eigenen Schicksals sein. Ach, jetzt zeigt er ihr... Helft uns, Meister Alistair. Zeigt ihr seid das unsere letzte Hoffnung. Das ist gar nicht gut. Nein, nicht wirklich. Verstehen Sie jetzt? Wir müssen einfach etwas tun. Wir müssen die Position der Insel im Buch finden und das Artefakt retten, sollte der Erzmagier bis dahin nicht zurück sein. Du hast recht, wir müssen handeln. Kein Sterblicher sollte solche Macht haben. Ich bin dabei. Juhu! Und draußen ist ein Flugschiff angebunden. Ja, das werden wir wohl benutzen können. Vielleicht kann Captain Nate uns zur Insel bringen. Ja, der ist aber eingesperrt. Eins nach dem anderen. Erst einmal müssen wir wissen, wo diese Insel überhaupt ist. Naja, hier oben waren noch Karten, wo wir nicht rangekommen sind, weil wir zu klein waren. Das ist zu hoch. Da komme ich nicht dran. Rede mit Ivo. Kann man jetzt die Charaktere wechseln? Eben ging das. Ah ne, hier oben ging das. Also weiter. Also weiter. Wir haben noch viel vor uns. Wenn du das sagst. So. Jetzt sind wir Ivo. Die Papiere auf dem Schrank betrachten. Dort liegen einige große Papiere auf dem Schrank. Könnten Landkarten sein. Kannst du mal sehen. Und die nehmen wir jetzt mit. Die müsste ja groß genug sein, damit sie da rankommt. Oder? Kein Problem. Ja, wunderbar. Sehr schön. Das sieht nach taktischem Kartenmaterial aus. Hier wurden Truppenbewegungen eingezeichnet. Vermutlich schon vor Jahren. Eine der Karten ist eine grobe Kopie der Karte an der Wand. Auf ihr kann ich einzeichnen, wo sich die Insel befindet. Nur müssen wir sie dazu erst einmal lokalisieren. Das ist wohl wahr. Gucken wir doch mal die Karte an. Eine der Karten ist eine verkleinerte Kopie der Karte an... Ja, toll. Und nun? Gibt es auf dieser Karte vielleicht auch noch Geheimschriften? Kann man hier jetzt irgendwie... die Sachen hin und her geben vielleicht? Nein? Das ist Meister magische Mark. Brille. Gib Ivo die magische Brille. Ich wusste doch, sie man kann hier Magier. Irgendwie die Sachen hin und her geben. Ich kann so ein geheimes und prachtvolles magisches Instrument doch keiner Nicht-Magierin. Du bist geben. Auch kein Magier. Du hast nur durch Beschiss das Ding gekriegt. Dann geben wir dir eben die Karte. Her im Himmel. Alter Angeber. Eine der Karten. Nein. Eine der Karten ist. Du sollst die Karte nicht betrachten. Du sollst sie mitnehmen. Eine der Karten ja. ist eine verkleinerte Kopie der Karte an der Wand. Jaha, ist ja gut.